Heute wollen wir euch zeigen, wie wir eine schnelle und leckere Low-Carb-Pizza zubereiten. Wir benötigen 6 Dosen Thunfisch, 150 Gramm geriebener Gouda, einen Mozzarella, eine Tasse passierte Tomaten, 3 Eier, ein paar Kräuteroliven und etwas frischen Oregano. Wir nehmen uns nun eine große Schüssel und geben den Thunfisch in die Schüssel hinein. Dann schlagen wir die 3 Eier auf und geben sie zu dem Thunfisch dazu. Dann würzen wir noch mit etwas Salz. Und Pfeffer. Und kleben das Ganze gut durch. Den durchgekneteten Thunfisch geben wir jetzt hier auf ein Backblech, verteilen das und drücken es an. Den Thunfisch drücken wir schön kräftig an, also das ergibt halt unseren Boden. Und der sollte 1 cm dick sein. Unser Thunfischboden wandert jetzt bei 200 Grad für 20 Minuten in den Ofen. Nachdem unser Thunfischboden nun 20 Minuten backen durfte, holen wir den aus dem Backofen raus, lassen ihn ein wenig abkühlen und geben dann unsere passierte Tomatensoße drauf. Dann geben wir den Käse drauf, also den verteilen wir hier, den Gouda. Dann verteilen wir den Mozzarella-Käse, dann noch die Kräuteroliven und zu guter Letzt geben wir noch den frischen Oregano oben drauf. Dann wandert unsere Pizza nochmal für 20 Minuten bei 200 Grad in den Ofen.